Nach 16 Stunden nächtlicher Diskussionen sind die Metaller-Verhandlungen am Dienstag in der Früh abgebrochen worden. Auch der Verhandlungsmarathon in der 5. Kollektivvertragsrunde der metalltechnischen Industrie hat zu keiner Einigung der Sozialpartner geführt. Die Arbeitgeber haben 2,5% geboten. Wir haben 4% gefordert. Der Abstand ist eindeutig zu groß. Es war nicht möglich, mit anderen Konstruktionen hier ein Ergebnis zu erzielen. Wir haben die ganze Nacht probiert, die Arbeitgeber in einer für uns Richtung zu motivieren, die auch die wirtschaftliche Situation widerspiegelt. Das war nicht möglich. Die Gewerkschaften haben bereits in der Früh nach Verhandlungsabbruch Betriebsversammlungen für die nächsten 3 Tage angekündigt. Sie verstehen, die Entscheidung wird vorbereitet. Es wird zu Kampfmaßnahmen kommen, aber in welcher Form und in welcher Größenordnung, das werden wir dann festlegen, wenn wir jetzt die Versammlungen haben, morgen beginnend. Die Arbeitgeber reagierten auf den Abbruch der Verhandlungsrunde mit Unverständnis. Die Gewerkschaften hätten die Sozialpartnerschaft schwer beschädigt, meinte Fachverbandsobmann Christian Knill, der allerdings selbst nicht anwesend war. Der Knill war nie bei den Verhandlungen dabei, früher nicht, jetzt nicht. Er weiß ja nicht, was wir dort tatsächlich gesprochen haben, wie dort das Feeling war. Wir haben versucht, der wirtschaftlichen Situation entsprechend hier eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an diesem Erfolg teilhaben lassen. Das wollen die Arbeitgeber nicht. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Der Druck wird erhöht.